Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen. Es gab wieder ein legendäres Interview bei TV Straßensound von dem Bruder Davut. Das ist dieser sympathische junge Mann hier auf der linken Seite, zusammen mit dem bösen Mann. Liebe geht hier an der Stelle raus an Davut, der es absolut richtig macht und ihr solltet euch alle ein Beispiel an ihm nehmen, denn der schaut jede einzelne meiner Instagram-Stories. Deswegen folgt mir auf Instagram, ich werde das vielleicht unten irgendwo anpinnen als Kommentar. Und die haben in diesem Interview über sehr, sehr viele Sachen gesprochen. Hier ganz kurz, damit ihr wisst, welche Themen in dem kompletten Interview behandelt werden. Let's go! So wie es tatsächlich aussieht, muss ich diese Niederlage mit in den Grab nehmen, wie es aussieht. So. Oder Sinan überrascht uns plötzlich alle und kommt mit einer Selbstreflektierung daher. Das nächste, was jetzt kommt, wird die Geschichte mit Khaled Bang sein. Das ist der nächste Knall, der kommt. Das Ding wird brutalere Ausmaße wie jetzt dieser Sinan-G-Skandal mit sich ziehen. Das Ganze ist noch ein Tick dreckiger, noch einiges dreckiger. Ich muss hier wirklich sagen, das war ja eigentlich meine Initiative. Ja, meine Initiative. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt vom Sinan G nicht in Ordnung, dass er jetzt hergeht und das Ganze so für sich beansprucht. Weil, gegen wen? Weil, das, weißt du, hat man jetzt 15 Jahre auf böse Mann gewartet, als er kommt und dass er dann gegen mich boxt oder wie kann er das erklären? Nein. Ich bin gekommen und habe ihn rausgefordert. Er hat zugestimmt, natürlich nachdem Universum auf mich zugekommen ist. Ja? Natürlich ging da davor ein Beef mit dem Sinan ab, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, so. Klar. Da ging so ein Beef ab, so, ich bin stärker, nein, ich bin stärker. So, und dann kam ja, wie gesagt, Universum auf mich zu und ob ich da Bock hätte. Und ich habe gesagt, ja, okay, mache ich. Natürlich. Klar, natürlich. Mhm. Das ist ja genau das, was er eigentlich will. Weil ich bin ja nicht hier, um Karriere zu machen. Ich bin nicht in dieses Musikgeschäft hier reingeplatzt, um hier Musikkarriere zu machen. Das habe ich damals schon nicht gemacht. 2007, wo ich reingeplatzt bin, da war ich ein Jahr lang drin und bin dann wieder raus, weil mir das alles so blöd, weil ich gesehen habe, mit was wir Leuten da tatsächlich zu tun haben. Und das ist heute aber nicht anders gewesen, muss ich sagen. Heute ist es nicht anders. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt hier, um ein bisschen was zu verändern. Um auch sozusagen ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Weil ich sehe, das ganze Ding driftet voll ab in so eine ganz falsche Richtung. Ich sag euch ganz ehrlich, ich fand den ersten Spider-Man Hammer. Der war richtig gut gemacht. Eine Sache lief da schief, die hätten sie besser machen können. Vor allem jetzt, nachdem ich diesen Spruch vom Bösemann gehört habe, bin ich mir dessen zu 100% sicher. Die hätten statt diesem Schauspieler hier Bösemann nehmen sollen als Peter Parkers Onkel. Peter. Ich bin ehrlich gesagt hier, um ein bisschen was zu verändern. Um auch sozusagen ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Zitat Ende. Komplett falsche Richtung. Es ist auch nicht richtig, wenn man mir anhängt oder wenn man mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, der Bösemann, der geht auf jeden Rapper los. Nein, der Bösemann geht nicht auf jeden Rapper los. Habt ihr den Bösemann einmal gehört, dass er mal was gegen einen Azad gesagt hat? Oder gegen Tata? Oder gegen, keine Ahnung, was gibt's da noch? Wer ist da noch? Crow aus Stuttgart. Ich kenn, wer? Crow. Das ist auch stabiler Junge. Ja, aber der Crow hat ja jetzt nichts mit dem Gangster-Rap zu tun. Ich checke, war ja nur ein Crow von der Seite, weil das aus der Stadt kommt. Der ist aus Reutlingen, da boxe ich gerade ab und zu. Spannend. Ja, okay, korrekt. Auch nicht schlecht, genau. Hat man nicht gehört, mach ich nicht. Gegen wen bin ich denn gegangen? Sinan G. Farid Bang. Da knallt sowieso bald. Und keine Ahnung, und ein paar andere. Bushido zum Beispiel auch. Bushido habe ich auch, natürlich wegen diesem Ding, dem Zinker-Move, den er da gebracht hat. Wie gesagt, wie findest du das, dass er mittlerweile einer deiner größten Fans ist? Bushido ist ein Nutznießer. Er ist immer mit Leuten gut, mit denen er vorher verfeindet war, wenn er einen Nutzen aus denen sieht. Mit Marvin California seht, ihr hat da sogar einen Podcast gemacht, obwohl er noch nicht vor allzu langer Zeit sich über ihn lustig machte, mäßig, als er diesen Entschuldigungsbrief von Marvin erhalten hat. Und auch mit tausend anderen, Animus, sein bester Freund, sein Anwalt mittlerweile, wurde von oben bis unten beleidigt, die Mütter gegenseitig, bis zum geht nicht mehr und sind jetzt Best Friends. Also bei Bushido ist das halt Markenzeichen. Denn er hat gesehen, er ist verfeindet mit den Erzfeinden von einem Bushido, dann ist er jetzt der neue Freund von denen. Ganz einfach. Und kam da mal so ein persönlicher Kontakt? Nein, nicht wirklich. Guck mal, der Bushido, pass auf, der hat einen Move gebracht, der mir wirklich, ehrlich gesagt, also ich lebe immer noch mit dem Kodex. Ich habe immer noch diesen Straßenkodex, diesen Ehrenkodex. Hat Schnauze halten. So. Und ich habe das natürlich nie verstanden gehabt, wie ein Gangster-Rapper wie Bushido, der eigentlich dieses Ding transportiert so, ne? Und auch 15 Jahre lang diese Message transportiert hat, weißt du, dieses Straßen-Image. Ja, ja. Ne. Und dann halt diesen Move. Auf jeden Fall. Ich habe das nie verstanden. Ich war auch 15 Jahre jetzt nicht in dem Rap-Geschäft. Ich bin Kürt Ibo. Das hat mitbekommen, das haben alle mitbekommen, was da passiert ist. Mafia-Boss mit Europa. Mit dem Arafat. Und tatsächlich ist es jetzt aber so, jetzt bin ich ja wieder drin in dem Rap-Geschäft und jetzt sehe ich tatsächlich, mit was für Leuten es dieser Bushido auch zu tun gehabt hat. Man muss sagen, wie es ist. Weißt du, ich meine, auch der böse Mann,
hat jetzt angefangen, so die Sachen ein bisschen zu analysieren. So, ne? Ich meine, klar, ein Zinker-Move ist ein Zinker-Move, da brauchen wir gar nicht drüber quatschen. Und ein Zinker wird auch mit Sicherheit nie ein Freund von Bösemann werden. Das geht einfach nicht. Das lässt mein Kodex und meine Prinzipien lassen das auch so nicht zu. Was sagst du zur damaligen Niederlage gegen Sinan G? Da wir gerade schon bei diesem Thema sind mit Kontrahenten, du hast ja gerade 3-4 Leute aufgezählt, die du dann auch gedisst hast in deiner Musik, du hast viele Leute gedisst. So, man kennt ja deine alten Songs, da hast du mal so ein paar Namen geschnappt, aber... Jetzt, wo ich so drauf achte, achtet auch mal kurz drauf, und das soll kein Disrespect oder Front oder sonst was sein. Seht ihr Davuds Bauch? Er ist nicht der dünnste, aber er hat die, sage ich mal, Veranlagung, stabil zu sein. Man sieht das hier einfach. Er hat so eine ähnliche Körperform wie ich vor ein paar Monaten noch. Das ist jetzt nicht nur für Davud, sondern auch für jeden anderen Mann da draußen, der ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen hat. Ich will euch ganz kurz zeigen, bevor ihr jetzt sagt, du siehst doch immer noch so aus. Ihr seht das ja nicht, den Unterschied, da ihr meine Vlogs nicht guckt, ne, auf meinem Hauptkanal. So, so sehe ich mittlerweile aus. Nur damit ihr es versteht. Ja, achtet nicht auf diese Pennerhose. So. So eine Form habe ich noch nie gehabt. Hier waren immer Ringe. Und ihr fragt euch, wie schaffst du das? Wie hast du das gemacht? Ja, nee, ich meine, ich ernähre mich nur von Schrott. Total ungesunde Sachen. Und man sagt ja, Ernährung macht 70% davon aus, wie man abnimmt und nicht. Mein Mülleimer. Nur damit ihr es seht. Ihr seht da nur Schokolade drin. Nur schlecht ernähre ich mich. Und dann noch mehr die Frage. Hä? Wie hast du so krass abgenommen in so kurzer Zeit? Es ist ja alles gleich geblieben. Ich treibe Sport wie vorher. Alles ist gleich geblieben. Ich habe nur 3 Kleinigkeiten verändert morgens. 3 minimalste Kleinigkeiten. Einfach ein Geheimtipp. Diesbezüglich habe ich auf meinem Hauptkanal einen Vlog hochgeladen oder werde es noch hochladen heute im Laufe des Tages. Deswegen checkt meinen Hauptkanal ab. Ich werde den anpinnen, meinen Hauptkanal. Da verrate ich euch diese Geheimnisse. Ich habe früher immer gedacht, ey, wie machen diese Hollywood-Stars das? Oder da muss es doch einen Tipp geben, ein Geheimnis geben, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Ohne großartig meinen Lebensinhalt zu verlieren, weil Essen ist mein Lebensinhalt. Ich esse viel und gut und... Uah. Gestern Nacht meine Instagram-Story, Mitternacht. Ohne Witz, schon von der Optik sieht das geisteskrank aus. Ihr habt jetzt eine kleine Vorstellung davon, wie viel ich fresse. Und daran will ich nichts ändern. Deswegen kamen mir diese Tipps, die ich euch in dem Video geben werde, sowas von gelegen. Das passt einfach perfekt zu meinem Alltag, ohne Qualität zu verlieren. Wie in früheren Diäten, wo ich ständig auf alles verzichten musste. Schlechte Laune hatte, keine Kohlenhydrate, bla bla bla. Also checkt das Video sehr, sehr gerne ab. Über die ganze Einnahmen brauchen wir gar nicht. Massiv war dabei, Echo Fresh war dabei, sag ich ehrlich, wie kam es eigentlich damals zu dieser Spiegel TV oder Stern TV? Als am anderen. Ja. Machen wir Sinan G fertig. Okay, machen wir Sinan G. Dann machen wir erstmal Sinan G fertig. Er hat dich ja erstmal fertig gemacht. Wie kommt es? Denkst du, ein Rückkampf könnte stattfinden? Das, guck mal, das ist, guck mal, ganz ehrlich. Guck mal, mal alles auf Seite lassen. Diesen ganzen Skandal und alles. Na, Mama, das ist schwierig. Aber nimm mal diesen ganzen Skandal und das alles mal auf Seite. Ist auch ein sehr schwieriges Thema. Ist ein schwieriges Thema. Ist ein schwieriges Thema. Aber nimm mal diesen Skandal auf Seite. Ja? Guck mal, wir haben geboxt. Er hat sich mir gestellt. Sinan G hat mir die Stirn geboten. So, es ist nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen oder wie ich es hätte gerne haben wollte. Ich habe mir in der ersten Runde, in den ersten 50 Sekunden die Sehne komplett gerissen. Ich wusste nicht, was da passiert. Es ist jetzt auch schon fast Viele Leute kennen halt nur diese TikTok-Memes, aber wenn das eine wahrhaftige Verletzung ist, sowas, was willst du machen? Man muss froh sein, dass man noch so stabil stehen kann. Ich sag dir, du kannst nicht stehen. Ich sag dir, wie es wirklich ist. Jeder Profikämpfer oder jeder Boxer, jeder Kämpfer hätte abgebrochen. Kein normaler Mensch steht mit einem Achillessehnenriss und boxt einfach weiter, oder? Nicht mal Achilles selbst, von dem dieses Wort stammt, stand danach noch. Dadurch ist er doch erst gestorben, weil seine Achillessehne durchbohrt wurde. Er auf Knie gezwungen und dann BAM! Tot. Boxt ums Überleben, darum ging's. Das Einzige, was mich bei dieser ganzen Sache eigentlich stört, der Sinan war ja nach dem Kampf bei mir, war ja Gaslauf Platzaxt, nach dem Kampf. Das Video habe ich übrigens offline genommen, aufgrund von diesem Skandal. Auf seiner Seite ist aber sein Vlog drin, wo er zu mir gekommen ist, nach Nagold, auf die Platzaxt. Und da hat er auch die Kamera auf meine, da war noch die OP-Wunde noch ganz frisch, wo ich an der Sehne operiert wurde. Die ist da wieder zusammen. Es gibt so ein Düsseldorfer Operationssystem, keine Ahnung. Es wird nicht mehr so, also, wie ist das, vertikal operiert, sondern da wird ein Schnitt gemacht und es wird oben so gefasst und dann runtergezogen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber er war auf jeden Fall bei mir und hat das auch gefilmt. Man sieht, die Sehne ist operiert worden, ist zusammengeflickt worden. So, nicht einmal hat er zum Beispiel sich die Frage gestellt, klar, er hat gewonnen, ganz klar, mache ich auch nicht streitig. Aber wie wäre der Kampf ausgegangen, hätte er die Sehne nicht gerissen? Ja?
Die Frage stellt sich auch mir. Ja. Wie wäre der Kampf ausgegangen? Man kann jetzt natürlich spekulieren und tun und machen. Ne? Aber jetzt sagen wir mal, er gegen Moabdallah. Moabdallah ist auch nur ein Boxer. Ob Profi oder nicht, er ist ein Boxer. So, er hat jetzt ein Brett gekriegt, ist mit dem Fuß umgeknickt und hat eine Woche lang Promo gemacht, weil er sich die Bänder gezerrt hat. Gedehnt. Ne? Es ist ein Unterschied, Bänder gedehnt und Bänder durchgerissen. Ich bin ja dann 5 Tage nach dem Boxkampf, bin ich ja ins Krankenhaus, mal kurz darüber gequält, um das zum Abschluss zu bringen, bin ich ins Krankenhaus und der operierende Arzt, der Chefarzt, war so ein großer, auch so ein Glatzkopf mit Brille, so ein bisschen Bart, so voller cooler Typ, sagt er, guckt er mich an, sagt er, du bist aber nicht der jetzt letztens im Internet geboxt hat. Geiler Typ. Ja, genau, der bin ich. Sagt er, du bist doch ein Tier, also auf Schwäbisch, du bist ein Tier, sagt er, du bist doch ein Tier. Sagt er, da brauchen wir, zeig mal kurz, hinten so hingeguckt, ein bisschen hingefasst. Sagt er, die Sehne ist durch, wir machen MRT, aber ich sag dir jetzt schon, die Sehne ist durch. Da sagt er, wie hast du kein Trainerteam? Kein normaler Mensch steht doch noch, das geht doch gar nicht. Wieso stehst du? Wieso kommst du jetzt noch 5 Tagen? Der Kampf war doch am Samstag, wir haben heute Donnerstag. Weißt du so, ich hab gesagt, keine Ahnung, Alter, was, ich habe ganz andere Sorgen. So, und natürlich ist diese Niederlage im Raum. Und ich tue mich wirklich schwer, ich sag dir, wie es ist, diese Niederlage mit ins Grab zu nehmen. Vor allem überlegt mal, er war vorher, wo er gegen Sinan gekämpft hat, doppelt so dick wie jetzt, also dick, nicht so stabil gebaut, wie er jetzt gebaut ist. Jetzt sieht man, er trainiert aktiv Boxen. Er ist sau stark geworden. Ihr habt ja gesehen, wie er gegen Manuelsen performt hat. Und der macht weiter und weiter und weiter. Ehrlich, die Leistung, die er da gebracht hat, war schon krass. Ich tue mich da wirklich schwer. Andererseits ist es halt aber wirklich ein schwieriges Thema, ne? Weil dieser Skandal war ja auch beim damals in Hamburg beim Kampf gegen Sinan. Vor dem Kampf war ja der erste Skandal. So, und da war er ja schon damals gecancelt worden. So, und hat uns dann aber mit Statements und mit, keine Ahnung, Argumenten und so weiter davon überzeugt, dass er unschuldig ist, dass er nichts mit diesen pädophilen Sachen zu tun hat. Und da waren wir überzeugt und dann war ich auch selber überzeugt und habe gesagt, okay, und habe ihm die Hand gegeben und habe ihn wieder reingenommen, mit wieder ins Spiel reingenommen. Der war doch schon weg damals. Und das ist das, was ich jetzt ekelhaft finde von ihm und seiner Gang, dass sie jetzt hergehen und sagen, ja, ich habe den böse Mann groß gemacht, ist das. Nein, Kamerad, du hast mich, weißt du, warum, wie willst du mich groß machen? Ich habe doch das initiiert, diesen Boxkampf, ich habe doch die Türen aufgemacht. Klar haben vorher schon Boxer gekämpft, aber richtig groß geworden ist es durch mich und durch den Boxkampf mit dem Sinan. Und das ist, da ist auch wieder das, weißt du, irgendwo ist der Sinan auch daran mitbeteiligt, okay? Und das Ganze, dass er jetzt so aus diesem Ding rausgerissen wird, wegen so einem Ding, ist schon hart, muss ich sagen, weißt du, wie ich meine? So, und mir jetzt irgendwo auch die Chance verwehrt wird, eigentlich ohne Sehnenriss hier den wegzumachen. Ja. Was hält dich da mental von ab, es zu machen? Das ist nicht mental. Das ist nicht das Mentale, sondern das ist... Oder moralisch. Das ist die moralische Sache, so, ne? Weißt du, er tut ja nach wie vor, sitzt er in dem Stream und tut so, als wäre nichts gewesen. Ich finde der Sinan, weil der tut das ja heute noch abstreiten, ne? Dass das alles gar nicht so gemeint war und keine Ahnung, schlag mich tot. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, das zu glauben. Ne? Ich tue mich da wirklich sehr schwer, das zu glauben. Und weil natürlich auch das Vertrauen aus irgendwo, irgendwo auch weg ist. Ja, ne? Nach dem ersten Skandal habe ich ihm ja geglaubt gehabt. Er war ja, wie gesagt, bei mir. Und habe ich ihn auch nochmal drauf angesprochen, was ist da gewesen? Sagt er, nein, Mann, das war, ja, der hat einen Schuss weg und keine Ahnung. Und schlag mich tot, okay, alles klar, haben wir hingenommen, alles. Ja, und jetzt, weißt du, die Glaubwürdigkeit, also ich, verstehst du, wie ich meine? Er sagt, er hat damit nichts zu tun, er hat nicht diese Neigungen. Das war irgendwie so ein Dirty Talk, keine Ahnung, aber ich komme nicht klar auf sowas. Ich komme darauf einfach nicht klar. Ich weiß jetzt nicht, was er genau vorhat oder ob er da jetzt einfach so weitermachen will. Aber so wie es tatsächlich aussieht, muss ich diese Niederlage mit in den Grab nehmen. Wisst, wie es aussieht. So. Oder der Sinan überrascht uns plötzlich alle und kommt mit einer Selbstreflektierung daher, kommt vielleicht möglicherweise mit einem Gutachten daher, wo wirklich belegt, dass er das ganze Ding aus Dummheit, ja, gibt's auch, muss man sagen, wie es ist, so dumme Leute, wo sich auf irgendeinen Scheiß einlassen, wo eigentlich damit nichts zu tun haben. Aber gehört er da dazu? Das, den Anschein macht er halt nicht. Mir sieht das alles ein bisschen berechnet aus, aber möglicherweise, weiß ich ja nicht, kann ja sein, dass er jetzt plötzlich daherkommt, wie gesagt, selbstreflektiert, Gutachten raushaut, weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwo so eine Therapie, wo in dieser Therapie dann hervorgeht, dass er nicht Patient ist für diese Neigungen sozusagen. Ey, dann natürlich. Ich glaube, da würde mir einen Barren so von den Schultern fallen. Da würde ich sagen, geil, Alter, komm. Jetzt komm her. Das wäre die logische Schlussfolgerung. So, nimm jetzt den Termin, Manuelsen, Bösemann, außen vor, okay, du gewinnst, er gewinnt, was auch immer. So, die nächste Konsequenz wäre dann der Kampf, der Rückkampf Sinan G gegen Bösemann. Und das wollen die Leute auch sehen, aber natürlich, ich verstehe dein Bedenken und die Sachen müssen selbstverständlich erstmal geklärt werden. Die Sachen müssen geklärt werden, auf jeden Fall. Also ich würde mir ehrlich gesagt, was das dieses Ding anbietet, weil, guck mal, ich muss auch wirklich sagen, wie es ist. Ich habe nach dem Kampf und auch wie sich dann Sinan verhalten hat, mir gegenüber und so weiter, muss ich ehrlich sagen, er ist nicht mein Freund geworden. Ich bei mir, Vato ist mein Freund. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, wir sind Freunde. Weißt du, wie ich meine? Meine Freunde zähle ich an einer Hand ab, okay? Aber es ist ein freundschaftliches Verhältnis entstanden.
tatsächlich. Ein respektvolles Miteinander ist entstanden. Die Streams zwischen den beiden waren ja auch immer sehr unterhaltsam, also mit den beiden oder wo die sich gegenseitig besucht haben. Ich hab's gefeiert. Umso schmerzhafter war es dann tatsächlich, was dann rausgekommen ist im Nachhinein. Das war für mich dann fast unerträglich, weil ich gedacht habe, ey, was geht? Wir sind gerade drauf und dran, hier einen Rückkampf irgendwie klar zu machen und jetzt kommt so eine Scheiße um die Ecke. Ja, und mit wem habe ich gechillt? Mit wem habe ich die Hand gegeben? Zu wem war ich freundlich? Weißt du, plötzlich sind Selbstzweifel da und so weiter. Und das ist irgendwo, weißt du, ich bin irgendwo auch Mensch. Ja? Auch der böse Mann ist irgendwo ein Mensch, so sagen wir es ist. Und wie gesagt, er hat sich mir gegenüber respektvoll verhalten und wirklich freundschaftlich auch irgendwo. Umso trauriger ist es natürlich, dass er jetzt aus diesem ganzen Ding so, wegen diesem Scheiß und weil jetzt sein Bruder auf Teufel komm raus jetzt jeden beefen muss und jeden beleidigen muss und jeden mobben muss, der irgendwas, dem es nicht passt, was die Menschen da gesehen haben, weil die Videos sind ja online. Oder die Videos sind überall im Umlauf, weißt du, wie ich meine? Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ja, man hätte eigentlich von einem älteren Bruder, wenn es denn sein Bruder ist, erwartet, dass er dann sagt, hey komm, müssen wir uns ja hier ein bisschen, das ist kein Kinderspiel, das ist ja, weißt du, ich meine, wir können hier die Menschen nicht verarschen, wir haben die lang genug verarscht, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt muss das anders laufen. So, und da sind wir schon wieder beim Thema, die Menschen lang genug verarscht. Ja, das ist ja das, was in der Deutschrap-Bubble eigentlich so gang und gäbe ist irgendwie. Okay. Fühlst du dich davon herausgefordert, wenn Leute an der Nase herumgeführt werden und wo siehst du das zum Beispiel? Das nächste, was jetzt kommt, wird die Geschichte mit Farid Bang sein. Das ist der nächste Knall, der kommt. Ich weiß nicht, inwieweit er ausholt bei dieser Thematik. Ich habe aber sehr vieles davon mitgekriegt. Wir haben uns ja mal damals, wo ich aktiv auf Twitch gestreamt habe, Videos reingezogen von Trau kein Promi dazu. War interessant. War ein paar Sachen, wo ich dachte, hä, okay, ergibt keinen Sinn. Aber war interessant. Das Ding kann ganz, ganz übel werden. Das Ding wird brutalere Ausmaße wie jetzt dieser Sinanji-Skandal mit sich ziehen. Das Ganze ist noch ein Tick dreckiger, noch um einiges dreckiger. Genau. You know? Also es bestätigt eigentlich wieder mehr ein Schritt mehr meine Intention, warum ich wieder dieses Gleichgewicht in dieser Deutschrap-Bubble eigentlich wieder hervorbringen wollte so. Wie machst du das mit deinen Taten, mit deiner Musik, mit deinem quasi neuen Format, Platzaxt, was du mit Fato Beats machst, mit Fat Beats? Mit Fato Fat Beats, ja. Und wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch quasi euer eigenes Format geschaffen habt? Weil am Anfang dachte man sich, okay, da sitzt ein böse Mann, der kann nicht einen geraden Satz raussagen, macht deine Ansagen und fertig. Auf einmal sitzt du da vor der Kamera und so, es ist halt alles Hand und Fuß. Und dann denkt man sich, ey, der Typ, so, der ist mir doch sympathisch. So, ich glaube, das war auch dann, glaube ich, in dem Moment so der kleine Schlüssel rund um deine Person. Dass die Leute dich ein Stück weit so als dumm dargestellt haben. Und dann redest du plötzlich, denkst du, ey, der Typ ist ja so ganz smart. ja, deswegen haben wir auch dieses, habe ich, oder ich, besser. Natürlich, alles ist Taktik. Alles ist Strategie, alles ist Taktik. Ich bin in der Unterwelt auch als Stratege bekannt. Natürlich nicht unter Bösemann. Die Männer, die mich dann, nachdem ich angefangen habe, mich dann gesehen haben, sagen, ey, was geht? Was machst du im Internet? Naja, da er diesbezüglich wohl nicht so krass ausgeholt hat, er meinte ja nur, es wird dreckiger, ekliger. Es stehen halt eklige Gerüchte im Raum von wegen, dass Farid sich wohl damals prostituiert hatte. Er hatte dann einen Sugar Daddy, da war Farid noch was jünger und hat quasi, ja, Geld dafür gekriegt, Gött zu geben. Richtig kranke Sachen, also wirklich ganz, ganz eklige, kranke Sachen. Genauso ungefähr in dem Level wie damals bei Sinan, wo ich auch gedacht habe, ey, das ist zu krank, das kann ich mir nicht vorstellen. Man will sich sowas einfach nicht vorstellen. Und dann gab es da noch Sachen in puncto Minderjährige auf dem Strich schicken und so ganz kuriose Gerüchte, die gerade dabei sind, langsam aber sicher viral zu gehen im Internet. Und das Problem bei der Sache ist einfach, es trifft meistens die Leute, die sich als die krassesten und heftigsten hinstellen. Und da werden dann Beispiele gebracht von deren Songtexte, die übereinstimmen mit den Erzählungen, die man sich erzählt. Ich bin aber immer so ein Typ, ich denke mir, ey, das sind alles Gerüchte. Wir haben bei Gil Ofarim gesehen, dass es auch bösartige Menschen geben kann, die solche Gerüchte in die Welt setzen, um jemand anderem zu schaden, der denen vielleicht deren Hack weggenommen hat oder von denen sie sich verarscht gefühlt fühlen. Von daher muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ihr sollt nur wissen, der Stein ist ins Rollen geraten, wie damals bei Sinan. Es wird versucht, das zu stoppen, aber es ist sehr, sehr schwer, so etwas zu stoppen. Wenn Farid Glück hat, wird es gestoppt. Die Leute springen nicht drauf an und es gerät in Vergessenheit, genauso wie tausend andere Skandale, von denen ihr da draußen nichts mitkriegt, von denen ich auch nur die Spitze des Eisberges mitkriege und mich wundere, warum sowas nicht an die Öffentlichkeit kommt. Aber all diese Sachen geraten in Vergessenheit. Sorry, ich wurde gerade unterbrochen, Leute. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ist ja egal, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Und da sind halt zurzeit sehr, sehr viele Leute im Boot, die gerade dabei sind, die ganze Thematik aufzuarbeiten. Zukunft wird aber zeigen, was auf uns wartet. Wir sitzen schief, aber reden gerade. So viel
zu den Worten von Bösemann. Naja, und dann noch passend zur Thematik, die Ansage von Amar47 an Bösemann. Die werden da ja aufeinandertreffen. Es könnte ganz schön eklig werden. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Und ja, Bösemann, du Schwächling. Darf ich? Digga, dir gehört das letzte Wort. Darf ich sagen, was ich will, oder? Du darfst sagen, was du willst. Bösemann, du Lutscher, stell dich dem Kampf, wenn du ein Mann bist. Ja? Jetzt habe ich es überall gesagt, ganz Deutschland weiß es. Du sagst, keiner traut sich MMA-Kampf. Such aus, wie viele Runden, wie viele Minuten, mit Ellenbogen, mit Kopftritte, was du willst. Nimm an und sei ein Mann. Dann noch ein wenig heuchlerisches TikTok, damit wir da auch die Dosis ein bisschen gefüllt haben. Ist aber nur eine Minute. Zuerst geht's nicht ums Geld, geht's um deine Männlichkeit. Den 18-Jährigen dort verlieren. Hätte Ruby sich vorbereitet, hätte er gewonnen. Was zeigt der? Klein, Gelatine? Klar, da steht Gelatine. Ich schwör, da steht Gelatine. Da steht Gelatine, Schwein einfach. Sag Wallah. Wallah. Ja, wo ist das einfach noch? Digga, was bist du für ein Kelb, Wallah, du Dreck. Geh aus. Dann geh doch gleich Curry 36 Stunden. Ich finde, Gummizeug ist kein Schwein. Ist mal, nein, warte mal. Wo ist der Unterschied, wenn du jetzt das ist Gelatine, Schwein? Ja, das ist was anderes als Gelatine. Was ist der Unterschied zwischen jetzt, du isst eine Currywurst oder diese Gummibärsch? Ja, Wallah, mach mal deinen Mund auf, du Hund. Currywurst ist Fleisch, das ist Gummizeug, Dicker, das nehme ich nicht ernst. Rauchen, trinken, konsumieren, Drogen, illegale Substanzen und diskutieren über so etwas. Naja, und da wir heute unsere Dosis kühlt über auch noch nicht gefüllt haben, let's go. Ich habe ehrlich ganze Knast und meine Hand gehabt. Da, Hells Angels, Banditos, egal wer reingekommen ist, ich kenne die. Wallahi. Ich hab die in mein Zimmer. Ich sag zu Beamten, bring mir den und den. Wallahi, ich sag dir, Alex hat 12 Jahre gekriegt. Alex, oh, von Banditos, ja. Hm. Er hatte Kriegswaffengeschäfte gemacht. Ja, also, ja. Und da war auf jeden Fall. Solo aus Duisburg, sein Partner, Chicho. Jeder kennt Chicho. Ja, Chicho, natürlich. Freispruch gewinnen kann, das ist irgendeine Sache. Der Beamte sagte, ich habe Respekt vor dir, Kurt Ibo. Wie kannst du, Kurt Ibo, ein Hells Angels und ein Banditos in einem Zimmer? Ich meine, hör mal zu, ich bin Kurt Ibo. Die mussten zu mir kommen und sitzen. Zitat Ende. Bei uns kann sein, was du willst. Wenn auf unserem Tisch mit Adab, mit Akhlaq, mit Hak, mit Adalat, wir sind da. Wir können gerne auch irgendwann den selber Cello fragen und er wird dir das gleiche Wort gleich sagen. Dieser Moment, wenn ich mir denke, scheiße, ich wollte eigentlich nur rappen. Aber der beste Dings war, der Beamte, der ist einmal bei mir reingekommen, abends war Umschluss vorbei. Er macht Tür auf, er sagt, ja, Herr Carter, mein Nachname ist Carter Adler. Mein Nachname ist Adler. Und der sagt zu mir, Kurt, hast du keine Angst? Ich sage, ja bitte, warum? Er sagt, bei dir sind nur Mörder. Er sagt, die bei dir Umschluss waren gekommen, Mörder. Du kennst doch Aziz, Aziz Akhlut. Der hat doch diese Gang umgebracht in Oberhausen. Bruder, ich weiß von nichts. Ich war doch von Bottrop, der Killer. Bruder, ich weiß von nichts, Bruder. Okay, nee, nee, alles gut. Der war auch in Essener Kaffee. Und unsere Dosis Fun bzw. Prank füllen wir jetzt auch schnell auf. Oh. Bist du Maurice? Nee. Bist nicht Maurice? Nein, das bin ich. Tinder Date? Nein. Haben wir kein Date hier? Wir zusammen? Ja. Nee. Haben wir kein Date? Oh, dann habe ich dich verwechselt. Das passt, Bruder. Also bist nicht bei mir. Nein. Date. Okay. Okay, alles klar. Ciao. Ja, so viel zu unserem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Lasst euch einmal umarmen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt kühl, denkt immer daran. Auch in euch steckt ein kleiner Mostak.